In diesen Tagen jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal. Dies ist für meine Arbeit mit den Nachfolgestaaten der Sowjetunion ein bedeutendes Datum. Hier im Zentrum Berlins, wo ich diese Videobotschaft aufzeichne, kämpften sowjetische Soldaten, unterstützt von polnischen, das nationalsozialistische Deutschland nieder. Viertel für Viertel, Straße für Straße, Haus für Haus. Am 8. und 9. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Die Alliierten hatten im Westen und im Osten gesiegt. Am 25. April hatten sich amerikanische und sowjetische Soldaten in Torgau die Hände gereicht. Es war eine Befreiung für all jene, die unter dem Nazi-Regime gelitten und es überlebt hatten. Das Kriegsende war aber nicht das Ende von Leid und Not. Auf die siegreichen Soldaten warteten in der Heimat oft neue Sorgen. Die Bewohner der vielen weiteren Staaten, die verwüstet waren, auch die Deutschen, standen vor immensen Herausforderungen wie Hunger, Flucht und Vertreibung. Persönliche Freiheit ließ für viele noch lange auf sich warten, auch weil viele Länder Osteuropas eine neue Phase der Diktatur und der Unfreiheit begannen. Erst mit Perestroika und dem Fall der Mauer 1989 endete diese Phase im Osten Europas und dabei auch in Russland. Eine Befreiung aber war das Kriegsende in Europa dennoch, auch für die Deutschen, denn die nationalsozialistische Gewaltherrschaft war beendet. Mehr als 27 Millionen Bürgerinnen und Bürger allein aus der Sowjetunion erlebten diesen Tag nicht mehr. Sie fielen als Soldaten im Krieg, sie wurden heimtückisch ermordet, als Zivilisten oder in deutschen Vernichtungs-, Konzentrations-, Gefangenen- oder Zwangsarbeiterlagern, und die Schuld daran trugen Deutsche. Verantwortung der Generation, das heißt für mich deshalb zuerst kein Vergessen. Mein eigener Großvater war in jungen Jahren als Soldat an der Ostfront. In Demut gedenke ich der Toten der Völker der Sowjetunion und ich vergesse nicht, dass die Befreiung Deutschlands wesentlich auch sowjetische Soldaten zu verdanken ist. Wir Deutsche bekennen uns zu unserer historischen Verantwortung für die Verbrechen, die Deutsche zwischen 1933 und 1945 begangen haben. Darunter ist das singuläre Menschheitsverbrechen der Shoah. Kein Vergessen, das ist mir hier in Berlin täglich vor Augen. Im Nordflügel des Reichstags sind noch heute die Inschriften lesbar, die sowjetische Soldaten hier im Mai 1945 hinterließen. Sapunov steht da zum Beispiel, ein Familienname also. Diese Graffitis inmitten der Herzkammer unserer Demokratie sind für mich historische Erinnerung und politische Mahnung zugleich. Diese Graffitis stehen aber heute auch für das Wunder, dass die Menschen der Sowjetunion bereit waren zur Versöhnung mit den Deutschen. Denn inzwischen haben viele Menschen im Reichstag gestanden und den Schriftzug entdeckt, den sie oder ihre Großväter als junger sowjetischer Soldat 1945 hier hingekritzelt hatten. Vom Mai 1945 aus betrachtet ist es ein Wunder, dass Millionen Menschen aus Moskau, Minsk oder Kiew nach Deutschland reisen, mit Deutschen sprechen und mit ihnen Freundschaft schließen konnten. Deutsche und Russen begeistern sich für die Kultur der anderen, betreiben Handel miteinander oder pflegen zivilgesellschaftliche Kontakte. Das alles geschieht wie selbstverständlich, auch wenn es politisch manch Trennendes gibt. Dass dieses Wunder weitergeht, darin sehe ich persönlich und in meiner Funktion die Verantwortung meiner Generation 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.